Herzlich willkommen bei Knopf und Nadel. Ich bin Annika und ich liebe Pumphosen. Und in diesem Video möchte ich euch heute mal zeigen, wie ich meine Pumphosen individualisiere und zu etwas ganz Besonderem mache. Und zwar werden wir heute anhand der großen süßen Pumpi beispielhaft zeigen, wie man die Pumphose individualisieren kann. Denn es gibt etwas zu verkünden. Die süße Pumpi gibt es jetzt auch als große süße Pumpi. In den Größen 104 bis 128 sind jetzt auch für die großen Kinder verfügbar. Und die größeren Kinder wollen ja nun mal gerne auch mal eine Hosentasche haben oder eine Tasche am Po oder irgendetwas, das diese Hose ganz besonders macht. Und deswegen habe ich mir da ganz viele Varianten überlegt und ein tolles Add-on-Paket entworfen. Und heute zeige ich euch mal, was ihr alles machen könnt, um eure Pumphosen richtig cool zur Geltung zu bringen. Viel Spaß beim Video. Das Add-on-Paket ist richtig umfangreich. Unter anderem haben wir zum Beispiel Bauch- und Beinbündchen aus Jersey. Im Originalschnittmuster ist es ja aus Bündchenware. Dann haben wir verschiedene Taschen und auch Knopfleiste oder eine Popo-Tasche oder Seitentasche. Wir nehmen jetzt mal die Eingriffstasche. Bei der optimieren wir uns mal das Schnittmuster. Also ihr habt eine Hilfslinie an eurem Schnittmuster und daran zeichnet ihr euch eure Nahtzugabe an. Bei mir sind das 0,7 cm und an dieser selbst eingezeichneten Hilfslinie wird jetzt das Schnittmuster einmal gefaltet. Ihr könnt natürlich auch diese Nahtzugabe nach eurem Geschmack einzeichnen. Manch einer nimmt nur 0,5 oder 1 cm. So, und an dieser Falte wird die Eingriffstasche positioniert, da wo ich sie haben möchte. Also ihr könnt euch einmal orientieren ganz oben am Schnitt. Da müsst ihr aber beachten, dass ihr dann auf jeden Fall die gleiche Höhe weiterhin nutzt. Ihr könnt sie aber auch weiter unten hinsetzen. Ich nutze zum Befestigen jetzt einmal Washi-Tape. Das lässt sich nämlich vom Papier wieder ganz einfach entfernen und ihr bekommt das zum Beispiel ganz günstig bei Action oder Teddy. Jetzt kann ich einmal meine Hose zuschneiden, beziehungsweise dieses eine Teil. Das ist jetzt das hintere Teil mit Eingriffstasche und dann nochmal das vordere Teil mit Eingriffstasche. Dabei ist es wichtig, dass ihr das Schnittmuster von der Eingriffstasche einmal versetzt, aber in der gleichen Höhe bleibt. Also ihr versetzt es dann nochmal an die andere Linie. Ihr könnt das jetzt aber am Schnittmuster komplett so lassen und das so auch wieder in euren Schrank tun oder euren Ordner, je nachdem wie ihr das aufbewahrt, und könnt es auch angeklebt lassen. Jetzt wird alles einmal rundherum festgenäht, also das wird dann die Seitennaht bzw. mit Tasche. Ich nähe das mit der Overlock, deswegen passt die Nahtzugabe von 0,7 bei mir perfekt. Bei der Eingriffstasche müsst ihr ein bisschen schauen, das ist jetzt sehr rund. Da müsst ihr mit der Overlock langsam und vorsichtig nähen und das immer weiter drehen. An der kleinen Ecke, die sich da zum Ende hin bildet, schiebt ihr einfach euren Stoff gerade drunter. Jetzt habe ich noch die Hand davor, so seht ihr das. Dort ist die Ecke, wo die Klammer ist und da mache ich das einfach gerade drunter und habe dann mit der Overlock damit diese Ecke genäht. So sieht dann die Eingriffstasche von hinten aus, beziehungsweise die Seitennaht an der süßen Pumpi. Die wird dann nochmal fixiert. Dafür nehme ich einen Zickzackstich von meiner Nähmaschine und habe hier einfach den Transporteur ausgeschaltet, als würde ich einen Knopf festnähen und habe damit die Taschen nochmal extra gesichert. Ihr seht jetzt hier die Nähte vielleicht nicht so gut, weil die auch weiß sind. Die wollte ich ein bisschen unauffälliger halten. Und so kann man dann einfach mit der Hand in diese Eingriffstasche einfahren und die ist total unauffällig und passt perfekt. Als nächstes möchte ich euch gern diese Popo-Tasche bzw. die Seitentasche zeigen. Diese beiden Taschen sind in der Bearbeitung gleich. Deswegen können wir die jetzt hier an dieser Stelle mit einem zeigen. Also einmal wird das Schnittmuster genauso wie es dargestellt ist geschnitten. Ich habe hier nämlich die Nahtzugabe für euch schon mit einberechnet. Die beträgt 0,7 cm. Da steht aber auf jedem Schnitt bei mir nochmal drauf. So, wenn der Zuschnitt erledigt ist, dann bügle ich mir die obere Falte einmal um. Also ich nehme mir das Schnittmuster vor und daran kann ich mich dann orientieren, an welcher Stelle die Faltkante ist für den Saum der Tasche. Das wird dann bei mir nochmal gebügelt, damit das
wirklich perfekt genäht werden kann. Dann habe ich es einmal umgeschlagen und mit dem Geradstich einmal hier lang fixiert. Nach der Fixierung wird das umgeschlagen und dann nehme ich mir eine Nahtzugabe von 0,7 cm, schneide auch an den Rundungen ein bisschen ein, damit das schön geformt werden kann. Und auch das wird dann gebügelt und festgesteckt. Dann nehme ich mir meine Hose vor und lege mir dort die Tasche auf, damit ich die dann dort fixieren kann. Ihr könnt die zum Beispiel auch mit Nadeln viel besser feststecken, denn mit den Klammern funktioniert das nicht so gut. Ich habe sie mir jetzt einfach wirklich nur aufgelegt und versucht gerade zu bleiben und die dann mit dem Geradstich knappkantig festgenäht. Ihr könnt ja aber auch andere Stiche benutzen, zum Beispiel den Zickzackstich oder den doppelten Geradstich, wenn die Tasche besonders viel Festigkeit bekommen soll. Hier haben wir dann die Popotasche, da passt auch was Kleines rein. Und das ist ein besonders niedliches Detail für die süße Pumpi. Diese Tasche kann aber auch überall an der Hose hingesetzt werden. Ich habe aber noch zusätzlich zu dieser Inlay-Tasche und der Popo-Tasche auch so eine Seitentasche designt. Hier seht ihr nochmal die Gesäßtasche, so sieht die dann aufgenäht aus. Sie ist dann natürlich kleiner als das Schnittmuster. Die Seitentasche ist dafür gedacht, an den Seitennähten stattzufinden oder allgemein an der Seite, die ist dann ein bisschen größer. Hier seht ihr nochmal, wie es dann in der fertigen Version aussieht. Diese Tasche ist auch ganz klein und passt perfekt hinten drauf. Als nächstes möchte ich mir gerne mit euch das Jersey-Schleifenbündchen anschauen. Statt dem normalen Bündchenstoff nutzen wir jetzt Jersey-Stoff. Stoffreste könnt ihr aber übrigens dafür aufheben. Daraus können wir noch was machen. Das zeige ich euch zum Ende nochmal. Und schneide mir jetzt einmal die Komponenten zu. Also einmal benutze ich einen Stoff für das Schleifenband und für das Bauchbündchen. Und dann brauchen wir noch zweimal Stoff Bauchbündchen. Also für das Bauchbündchen brauchen wir drei Lagen und einmal das Schleifenband. Beim Umschlagen vom Schleifenband orientiere ich mich immer am Fadenlauf. Da könnt ihr einmal ein bisschen am Stoff ziehen und schon zeigt sich bei Jersey sehr gut der Fadenlauf. Ich werde mir das jetzt einmal in der Mitte falten und dann wird es festgesteckt. An dieser Stelle hier wird es jetzt einmal festgenäht. Dafür nehme ich meine Overlocknaht oder eine Zickzacknaht. Hier wollte ich euch mal die Zickzacknaht zeigen. Dann wird das Schleifenband gewendet. Und jetzt seht ihr schon, da habt ihr ein perfektes Band. Die Seite mit der Naht kommt dann nach hinten und vorne habt ihr einfach diese umgeschlagene Seite. Für das Bündchen nehme ich mir jetzt einmal den gleichen Stoff wie beim Schleifenband. Ihr könnt da aber variieren, wie ihr wollt. Falte einmal in der Mitte und bügle das Ganze, damit ich das auch wirklich exakt genäht bekomme. Jetzt nehme ich mir die vordere Seite vom Bündchen vor und mache mal die so ein bisschen mit Nähgewichten fest, damit ich jetzt meine Schleife perfekt feststecken kann. Und zwar wird die einmal genau an der Mitte festgesteckt. Es reicht aber eigentlich normalerweise, wenn ihr nicht am Stoff zieht, wenn ihr euch unten an den Ecken orientiert. So mache ich das auch. Also ich orientiere mich jetzt wirklich hier unten, dass es dort bündig liegt. Wenn ihr bügelt, ist das nämlich überhaupt kein Problem. Als nächstes, nach dem Feststecken, wird das Schleifenband eingezogen. Ich habe vorher schon mal ein bisschen gefaltet und geschaut, wie es aussieht, beziehungsweise wie ich es legen möchte. Denn ganz ehrlich, die Falten, die ihr jetzt legt, wenn ihr die nicht fixiert, werden sich nach dem Waschen sowieso wieder anders legen. Ihr könnt es aber auch ein bisschen mit der Hand fixieren, mit einem ganz normalen Nähstich, ohne den festzuzurren. Ich ziehe also mein Schleifenband einmal durch, das liegt jetzt noch rechts auf rechts und dann wird es wieder nach unten gefaltet. So soll es dann zum Ende hin aussehen. Also die Schleife kann man jetzt schon sehr gut erkennen. Wichtig ist, dass dieses Schleifenband genau an der Mitte angelegt wird, damit es dann beim Bündchen perfekt passt. Jetzt nehme ich mir das hintere Bündchen vor und lege das rechts auf und stecke mir die Seiten schon mal fest. Also auch hier orientiere ich mich wieder komplett an den Kanten
und nehme dann einfach auch die Stoffklammern wieder und stecke das dann nur rechts auf rechts oben drauf. Achtung dabei, dass alles schön locker und gleichmäßig liegt und wir nirgendwo dran ziehen, damit dieses Gebilde am Ende auch so aussieht, wie es soll. Jetzt werden die Seitennähte fixiert, dafür nutze ich die Overlock. Nach dem Wenden sieht das Ganze so aus und wird dann nochmal gefaltet. Dafür schaue ich, dass ich genau die Seitennähte treffe. Wenn ich das jetzt in der Mitte gefaltet habe, dann könnt ihr das Bündchen jetzt wirklich schon erkennen. Auch meine Hose hat ja jetzt Seitennähte, zumindest wenn ihr das mit Eingriffstaschen näht. Und daran könnt ihr euch dann perfekt orientieren beim Feststecken. Das ist wirklich richtig praktisch. Da nehmt ihr einfach Seitennaht auf Seitennaht. Die Fadenraupen von der Overlock schneide ich mir dabei weg, damit ich einfach eine bessere Sicht habe beim Feststecken und alles etwas exakter wird. Genau, beide Seitennähte werden nun festgesteckt aufeinander. Dafür habe ich jetzt das Bündchen auf rechts gedreht, in meine auf links gedrehte Hose gesteckt. Auch hinten habe ich eine gute Orientierung. Genau die Hälfte vom Bündchen stecke ich mir sozusagen an der hinteren Naht fest und die andere Hälfte an der vorderen Naht. Und so ist das Bündchen perfekt drin, um es dann mit einem elastischen Stich zu fixieren. Achtet dabei darauf, dass es gleichmäßig gedehnt wird beim Annähen. Ich nutze hier meine Overlock und benutze auch die Finger, um das Bündchen immer ungefähr ein bisschen nachzuziehen. Dabei sieht dieses obere Schleifenbündchen wirklich niedlich aus. Wir haben hier die Eingriffstaschen festgenäht. Ich habe hier einmal viele Add-ons kombiniert, haben das Schleifenbündchen aus Jersey und ich habe auch noch Beinbündchen aus diesem Stoff festgenäht. Jetzt wollen wir einmal das Kniepatch nähen. Ihr wisst ja, ich liebe Patches auf den Sachen, deswegen habe ich auch hier für die süße Pumpi ein Kniepatch entwickelt, das perfekt drauf passt. Bei der Höhe müsst ihr selber schauen, wo ihr das ungefähr haben wollt. Schaut euch dabei einfach mal die Knie von euren Kindern ganz gut an und messt am besten ab dem Hüftknochen, wo dann das Patch aufgesetzt werden muss. Ich lege mir das dann einfach auf. Ihr könnt das dann gerne mit Nadeln fixieren. Ich habe jetzt so einen Fixierstoffkleber genutzt. Also das ist kein richtiger Stoffkleber, das ist wirklich nur so ein Stift zum Fixieren, der dann mit dem Waschen wieder komplett verschwunden ist. Und so kann ich dann hier rundherum einfach applizieren. Wie man appliziert, zeige ich euch oben in dem Video nochmal konkret. Wichtig ist nur, dass ihr entweder einen Applizierstich nutzt oder einen Zickzackstich und dabei den Abstand ganz weit runtersetzt. Dabei müsst ihr natürlich darauf achten, wenn ihr Jersey applizieren wollt. Da ist es nicht so schlimm, wenn da mal was daneben geht oder so, denn Jersey franzt ja nicht aus. Trotzdem wollte ich aber für diesen Look wirklich eine Appliziernaht machen. Solltet ihr Webware für diese Patches nutzen wollen, ist das aber auch überhaupt kein Problem. Schaut doch einfach mal in eure Restekiste, was sich da noch so findet. Das kann hier alles benutzt werden. Denn ihr wisst genauso wie ich, dass manche Knie einfach verstärkt gehören. Gerade wenn die Kids anfangen, viel auf den Knien rumzurutschen oder zu rennen und dann auf den Knien zu rutschen, ist es doch gut, wenn man die verstärkt. Gerade bei selbstgenähten Sachen ist es ja dann auch schade, wenn man da wirklich Löcher drin hat. Das Applizieren dauert ein bisschen, da muss man ein bisschen Geduld haben. Es kann auch immer helfen, wenn ihr darunter ein Vlies legt. Als nächstes wollen wir mal die Knopfleiste festnähen. Die schneide ich einmal aus und pinne mir die oben einmal fest. Dabei könnt ihr euch gut an der oberen Schrittnaht orientieren und nehmt davon genau die Mitte zum Feststecken. Wenn ihr die Knopfleiste aus Jersey appliziert, könnt ihr hier auch einfach nur einen Geradstich benutzen. Das gilt übrigens auch für die Knie. Und ich nähe das jetzt einmal rundherum wirklich nur mit dem Geradstich. Jersey franzt ja nicht aus, also haben wir da gar kein Problem. Ihr könnt aber auch hier wieder einfach applizieren, dann ist es noch viel mehr ein Hingucker. Der Geradstich geht aber auch. Wenn ihr wollt, dass es besonders dehnbar ist, empfehle ich den doppelten Geradstich. Die Knöpfe könnt ihr dann mit der Hand festnähen
oder mit der Nähmaschine und schaltet den Transporteur aus. Ich habe ja gesagt, ihr sollt euch noch ein bisschen Stoffreste aufheben, denn meine besondere Idee war hier, wenn ihr noch so eine, ich nenne es immer Würste, übrig habt, dann könnt ihr die einfach auch noch mit annähen, am besten bevor ihr das Bündchen festnäht und die dann wie Kordeln benutzen, beziehungsweise die sind dann einfach in so einem Kordelstil an der Hose dran. Das finde ich für Stoffreste richtig cool. Also ich habe die mir jetzt einfach ein bisschen gerade gezogen beim Festnähen. Jersey rollt sich ja sowieso ein. Jetzt wird das Bündchen fixiert und nach dem Festnähen kann ich immer noch entscheiden, wie lange ich diese Fake-Kordeln haben möchte und die dann auch noch kürzen. Das zeige ich euch gleich. Jetzt sind meine Bündchen auch schon angenäht. Und dann nehme ich mir gleich diese Fake-Kordeln einmal vor. So, jetzt ist alles gewendet. Wir haben hier diese Knie-Patches. Hier habe ich übrigens ganz normale Bündchenware benutzt. So, jetzt haben wir diese Fake-Kordeln. Ich kürze die mir jetzt einmal. Die sind mir ein bisschen noch zu lang. Aber wie gesagt, ihr nehmt einfach erstmal die Stoffreste, die ihr habt. Versucht natürlich, dass die gleich dick sind. Also das ist wichtig, weil die könnt ihr jetzt natürlich nicht mehr schmaler machen. Dann mache ich mir unten noch so einen kleinen süßen Knoten rein. Das finde ich nämlich auch ganz süß, damit das noch ein bisschen mehr nach Kordel aussieht. Hier könnt ihr natürlich auch andere Jersey-Reste benutzen, was eben farblich gut passt. Ich habe jetzt einfach von diesem Musterstoff noch was übrig gehabt. Und nach dem Knoten wird es dann gekürzt und schon ist meine Fake-Kordel fertig. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen, eure Pumphosen aufzupeppen und das Add-on-Paket zu nutzen, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch eigene Varianten entwerfen. Dabei gefällt mir aber am allerbesten dieser Schleifenbund, den finde ich wirklich niedlich. Und das geht super in Kombination mit einem Jersey-Bündchen. Vor allem bei der großen süßen Pumpi könnt ihr jetzt dieses Jersey-Bündchen eben dazu kaufen. Ansonsten finde ich aber auch für alle Pumphosen diese Popo-Taschen oder auch als Seitentaschen richtig toll. Das geht wirklich bei jedem Schnittmuster. Probiert das ruhig mal aus. Und zusätzlich, was auch bei jedem Schnittmuster geht, haben wir halt diese Knopfleiste. Das sieht auch niedlich aus. Da könnt ihr auch zum Beispiel ein paar Reste verwenden und auch einfach mal in eurer Stoffrestekiste gucken, ob ihr daraus nicht diese coolen Kordeln selber basteln könnt aus Jersey. Und dazu haben wir dann hier auch noch diese Kniepatches. Gerade bei den kleineren Kindern, die noch krabbeln, sind ja die Hosen schnell durch. Da macht das Sinn, da einfach ein paar Patches drauf zu nähen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen inspirieren und ihr habt Lust, das nachzunähen. Ich freue mich über jedes Abo und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.